Hallo und herzlich willkommen zurück bei World of Warcraft. Guck mal, der Wasserfall sieht gar nicht mal so scheiße aus, oder? Fällt mir gerade mal so auf. Oh, sieht ganz gut aus. So, letzte Folge haben wir ja diverse Quests hier unten gemacht im Beutebuchtbereich. Irgendwie, das Gebiet habe ich immer noch nicht entdeckt, oder? Ist das Sand? Sieht so unentdeckt aus. Naja, heute gehen wir hier hoch zum Wasserfall und schauen mal, was wir da Tolles machen dürfen. Und ich würde mich gerne mal für ein Dungeon anmelden. Allerdings weiß ich nicht, ob wir das jetzt schon machen wollen. Ist da ein Haken drin hier? Achso. Ja, es sind viele verfügbar, ne? Können wir eigentlich mal wieder eins mitnehmen. Mal so zwischendurch immer, weißt du? Können wir uns dann nachher mal anmelden. Ich gebe erstmal die Quest ab. Und dann schauen wir mal, was wir da Feines machen dürfen. Ach ja. Tiefenkraut? Blasblatt. Ah, nehme ich mit. So. Ah, da ist schon der Wasserfall. Okay, dann müssen wir quasi darüber. Und da steht schon Jency Grilson. Was ist das für einer? Ein Anwerber der Blutsäge-Bukaniere. Ah ja. Wie geht's? Brauche ich mit Hilfe. Bei irgendwas? Besorgt den Kopf von Flottenmeister Seehorn in Beutebucht. Guten Tag auch. Oh. Schon wieder darunter. Ach, Menno. Furchtbares Hin und Her immer. Ah ja. Melde ich mich doch mal dabei für den Dungeon an. Gucken, welches wir kriegen. Hoffentlich nicht nochmal die Burg Schattenfang. Wenn doch, würde ich vermutlich sofort wieder liefen, weil die haben wir ja schon gesehen. Zweimal quasi schon. Das wäre ein bisschen überstrapazieren, ne? Nochmal Burg Schattenfang. Aber das Repertoire ist relativ hoch. Also hier können wir. Also ich hoffe ja, wir kriegen eine hier so. Maraudern vielleicht oder Kralen, ist ganz cool. Schauen wir mal. Oder Kloster. Kloster geht auch immer. Ich liebe Kloster. Dam, 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 dam. Weiß der ein oder andere mag das wahrscheinlich nicht, wenn ich in den Dungeon gehe. Aber ich muss sagen, ich möchte es einfach so als Abwechslung zwischendurch haben, weil die ganze Zeit questen ist tatsächlich auch anstrengend. Auf den Kopf geht das einfach. Und ich möchte einfach so ein bisschen Vielfalt auch im Let's Play haben und da gehört auch ein Dungeon dazu. Die Dungeons sind ja Teil von WoW. Insofern gehören die hier natürlich auch rein. So, von irgendwem der Kopf. Wieso lehnt ein Heiler ab? Hä? Ja gut, ja, machen wir gleich. Seehorns Kopf, das wird dann wahrscheinlich hier unten sein. Ah ja, der Kral oder Hügel. Sehen wir gleich. Kral, okay. Ja, noch ein paar Quests hier. Ah, ich habe euch erwartet. Eins, zwei, drei. Seid vorsichtig. So, dann schauen wir doch mal. Was haben wir für einen Heiler? Ein Priester? Das ist gut. Ich pull einfach mal ein bisschen durch. Oder auch nicht. Wir schon auf dieses Talent. Die Tankdruiden haben so ein Talent. Da machen die quasi passiv mit einer random Chance Mondfeuer auf alle Gegner, die sie treffen. So. Der nächste bitte. Bleibt wachsam. Die Stände verkünden wie Mächte der Erde. Verleiht mir Stärke. Jetzt bräuchte man hier so Massengrab, das wäre geil. Ficken sich doch kein Millimeter, ne? Die komischen Caster. Gut, sind eher Jäger als Caster, aber kein Millimeter laufen die Schweine hier. Naja. Gar nichts hier. Na gut. Wir sollen auf jeden Fall die ganzen Bosse töten und wir sollen noch ein paar Einzelmobs töten. Kral Guano, achso, das ist das da unten. Ja. Oh ja, ich pull einfach mal alles hier. Ist ja egal, ne? La 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 la. Schön rumschnetzeln und metzeln.
Übrigens, weil ich das Kommentar jetzt schon dreimal bekommen habe, wegen meinen Add-ons. Das habe ich in der, ich glaube in der zweiten Folge, habe ich euch einen Link dazu gepostet in der Infokarte. Wer das Add-on-Pack runterladen will, was ich habe, mit meinen Einstellungen, da findet ihr einen Link dazu. Ich glaube, es war die zweite Folge. Schaut nochmal rein einfach. Deswegen macht es immer am meisten Sinn, ein Let's Play von ganz vorne zu gucken und nicht irgendwo mitten reinzuspringen. Aber jedem das seine. Aber da wisst ihr Bescheid, ne? Einfach nochmal schauen. Ich glaube, zweite oder dritte Folge. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Es ist die Folge, wo ich... ich erzähle das in dem Moment, wo ich Richtung Donnerfels fliege mit dem Flugmeister. Jäger, macht eure oder mit Zeppelin? Weiß gar nicht mehr. Na egal. Na, da könnt ihr es euch dann einfach runterladen, wenn ihr das wollt. ETC. Was ist für ein Totem? Kristallfeuer-Totem. Aha. Okay. Dumm, dumm, die dumm. Wie heißen eigentlich diese Viecher hier? Wie nennen die sich denn? Irgendwelche Schweinemonster, ne? Die haben irgendeinen bestimmten Namen. Also schon awesome, ne? Wie viel Schaden dieses Talent hier, das hier oben diese Dornenranken absorbiert und vor allem auch noch zurückwirft an Schaden. Das finde ich schon krass. So passiv ist schon fett. Oh, ich hasse das. Meine Eber werden euch niedertrampeln. Ja, ja, deine komischen Eber, die esse ich zum Mittag, Junge. Gibt's schön Eberbraten. Würde sich Obelix freuen. Ach nee, bei ihm gab's ja Wildschwein, ne? Wildschwein. Einfach ein ganzes Wildschwein. Rum. Einfach wegessen. Nagelt sie fest. Da hält aber viel aus. Ja, ja, ja. Machen die auch Schaden, die Leute? So, ein paar Schaden machen sie. Na gut, der mag ja nicht. Aber der Rest. Aber ist uns ja auch schon aufgefallen in der Burg Schattenfang, dass die Bosse gerade sehr, sehr, sehr viel Life haben. Fast schon ein bisschen zu viel, möchte ich mal sagen. Weil das Ding ist halt, die machen halt keine Schaden. Die können auch nichts. Aber sie halten halt ewig viel aus. Das ist ganz dezent nervig. Naja. Viele Schüsse. Einen Ruhm könnt ihr mir niemals nehmen. Okay, dann haben wir noch einen weiteren Boss auf der anderen Seite. Roguk. Warte mal hin hier. Das glaube ich eher weniger. Roger Roguk. Roguk, Roguk, Roguk. Blut von Agamemnon! Verbrenne sie! Ihr Splitter! Noch viel Life. 103.000 Leben, ey. Heftig. Große Eber! Verleiht mir Stärke! Das ist ein Schamane, ne? Der macht hier diese Schamanfähigkeiten und Totems. Verbrenne sie! Ihr Splitter! Die
So. Nehmt ihnen die Sicht! Große Eber, verleiht mir Stärke! Quatsch nicht so viel, kämpf lieber und stirb! Wie ein Mann! Ja, jetzt macht aber gut Schaden hier. Hat sich irgendwie gebufft? Boah, 200% Schaden, okay, das merkt man. Eine Hose! Yeah! Eine leckere Hose. Hier gibt's auch Kräuter, ne? Kann man auch looten? Ja, Wilddornrose. Oh, können wir mal hier mal mitnehmen. Bisschen EP noch. 270, wow. Sehr awesome, awesome. Geister, lenkt meine Klinge. Was ist das denn gerade hier? Hab ich hochgegrabt? Naja, was ist das hier für ein Totem? Normalisiert die regelmäßig die Gesundheit unter Verwundeten in der Nähe. Ah, geil. Kriegt man alle in AOE unter hier, wunderbar. Brecht ihren Willen. Der alte Rammhauer. Der hat früher zu Classic-Zeiten so eine Axt gedroppt, so eine geile, glaube ich. War das eine Axt oder eine Stangenwaffe? Also irgendeine fette Waffe. Ich glaube, es war eine Axt. Die hat man damals immer gefarmt in dem Levelbereich, weil die voll gut war. War das keiner gedroppt? Nee. Mal kurz gucken, welche das war. Ah, ich habe keinen Atlasut aktiv. Schade. Weil wir können es, glaube ich, hier sehen, ne? Im normalen Dungeon Browser. Da war es gerade offen, ne? Mal. Da. Warte, Loot. Beutefilter, alle Klassen. Genau, hier, der Leichenmacher. Der Leichenmacher. Das war eine sehr, 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 sehr geile Axt früher. Die war richtig stark. Fettes Rankenmonster. Aber an sich muss ich sagen, mag ich das Dungeon schon sehr. Das ist ganz cool gemacht eigentlich, so mit diesen ganzen Wildranken. Und es ist ja eigentlich auch offen. Wir haben zwar oben dieses dicke Wurzeldach, aber es ist schon irgendwie noch so ein offenes Dungeon. Eigentlich ganz cool. Und ist auch nicht so lang und so sehr verwurschtelt, sondern ist relativ linear. Weiß man ganz gut den Weg. Das passt eigentlich ganz gut immer. Nur ein bisschen doof, dass so viele Ranges hier drin sind. Also Jäger und Zauberer. Da kann man die immer nicht ordentlich zusammenpolen. Aber jetzt kommen hier diese ganzen Fledermäuse, die haben nur Mili. Das ist ganz nice. Hallo, kleine Fledermäuse. Ich renne einfach mal durch. Ah, Goliath. Und dann gibt's noch diesen Special Boss, glaube ich, in diesem goldenen Portal da hinten. Falls man das sieht. Herzchen. Ja, Fledermäuse. Was die hier machen, habe ich nie so ganz verstanden, muss ich sagen. Also das ist ein bisschen seltsam, dass hier unten, ja gut, in der Höhle Fledermäuse ist nicht seltsam, aber irgendwie passen die nicht in den Kral, finde ich. Naja. Komm, stirb. Ist nicht der fette Fledermaus. So. Genau, haben wir auch. Und dann gibt es hier diesen Special Boss, aber der ist, glaube ich,
Nee, ist doch nicht da. Okay. Ich dachte. Haben sie den wohl rausgepatcht oder der ist nur ab und zu da? Das kann auch sein. Wer holt denn die Frosche da hinten? Riesiger Ochsenfrosch. Ekelhaft. Ah, macht sogar Schaden, diese komischen Giftwolt hier. Wo gehe ich denn mal raus? Wie gesagt, ne, ich weiß schon, wie man das Spiel spielt. Ich bleibe nur manchmal mit Absicht einfach drinnen stehen. Einfach nur oben zu checken, okay, macht das jetzt in dem Levelbereich nun wieder Schaden oder ist es immer noch zu vernachlässigen? Ich sehe euch, Eindringlinge. Ihr befindet euch auf heiligem Boden. Ihr glaubt, ihr könntet mich herausfordern? Na klar, aber sowas von. Das machen wir so. Elementarbindung. Ja. Irgendwie Schleim hier runter. Hier vermute ich, dass ich eine Wolke hinterlassen. Genau, so Pfützchen hier, da. Ah ja, gut. Ertränkt im Gift. Ah, aber macht schon Schaden. Also Schaden macht's generell. Ich habe noch Account Gear an. Wobei das ist eigentlich nicht wirklich viel besser ist als das normale Gear. Level up und alle Quests abgeschlossen. Sehr gut, komm hier abgeben. Hey Schwein. Das Schwein hat einen Ring einstecken, natürlich. Gib mal her. Und er gibt uns EP. Und nochmal EP. Möge die ewige ja. Sonne euch den Ring kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Und wir haben noch einen Beutel. Und da ist ein Hals, den... Ja, nehme ich auch mit. Ja, wunderbar. Sehr schön. Verlassen. Hat sich doch gelohnt. Zwei Items abgestaubt aus dem Dungeon. So, nun ist die Frage, wo ist das? Einiges über Kumpel durch das Siegkommando, bla bla bla. Mhm. Tja, steht nichts drin in der Quest. Flottenmeister. Also, es ist ja quasi hier. Das heißt, ich vermute mal, wir müssen hier runter. Also entweder ist der hier auf der Ebene. Das kann auch sein. Da gehe ich mal kurz gucken. Der alte Mann Hemming. Grüße. Grüße, übergroßer Schwimmer. Nee, also hier ist er nicht. Siehe den Ehrenfreund. Wo ist denn das? Ist er doch unter Wasser? Nee, auch nicht. In der Höhle? Ist doch genau hier, oder? Flottenmeister Seehorns Kopf. Klingt eigentlich so, als müssten wir irgendwen umnatzen. Weiß bloß nicht wen. Mal die Häuser hier durchsuchen. Flottenmeister. Eigentlich leuchtet es ja so gelblich, ne? Eigentlich. Arkanist Arm. Ey, wo ist denn hier ein Flottenmeister? Gut, wir können mal hier hochgucken in der. Also in dem Gasthaus. Aber hier ist aber nichts. Hier offenbar auch nicht. Hallo? So. Echt hier? Nee, auch nicht. Dann könnte es noch eine Ebene drüber sein. Wie kann ich euch helfen? Ach so. Ah, quasi zum wir sollen also seinen Kopf hier nachempfinden. Okay. Ein Kuhkopf und einen übergroßen Piratenhut. Das klingt ja witzig. Ja, nice. Machen wir dann in der nächsten Folge.
Dann bauen wir uns quasi unsere eigene Taurenmaske, die wir dann dem anderen aushändigen. Ja, cool. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao. Für Azeroth!